Liebe Studierende, herzlich willkommen an der Georg-August-Universität Göttingen. Mein Name ist Reinhard Jahn, ich bin Präsident der Universität. Ich freue mich, dass Sie sich trotz der schwierigen Umstände dafür entschieden haben, Ihre akademische Ausbildung bei uns zu absolvieren. Wie Sie wissen, gelten zurzeit wegen der Corona-Krise erhebliche Einschränkungen. Diese sind zwar sinnvoll und notwendig, sie stellen uns alle aber vor große Herausforderungen. So können wir zwar die meisten Vorlesungen und Seminare digital anbieten, aber insbesondere experimentelle Praktika müssen zu einem späteren Zeitpunkt verschoben werden. Auch die Forschung ist betroffen, besonders gravierend natürlich in den experimentellen Disziplinen. Mensen und Cafés müssen zurzeit leider noch geschlossen bleiben. Auf das lebendige Treiben auf dem Campus, die spannenden Diskussionen mit neuen Freunden, Konzerte und Events und den Tagesausklang in einer netten Kneipe, darauf werden wir alle wohl noch eine Weile verzichten müssen. Dennoch, wir sind guten Mutes, dass wir gemeinsam diese Krise überstehen werden. Und wir hoffen, dass Sie in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft hier den Charme und die besondere Atmosphäre Göttings und seiner Universität erleben können. Guten Tag, liebe Studierende. Ich freue mich sehr, Sie heute an der Universität Göttingen begrüßen zu können. Mein Name ist Andrea Dorothea Bührmann und ich bin zuständig für Studium, Lehre und Chancengleichheit, das heißt für Sie. Sie wissen selbst, dass dieses Semester kein normales Semester ist, sondern wir haben es ein digitales Semester genannt. Wir können, oder ich kann Ihnen sagen, 80% der Lehre können wir digitalisiert anbieten. Das ist sehr viel und ich kann Ihnen versichern, und darauf können Sie vertrauen, dass Sie gut studieren werden können. Dass das gut klappen wird, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Lehrenden sich sehr ins Zeug gelegt haben, um ihre Lehre zu digitalisieren. Und wir gemeinsam, die Lehrenden und die Studierenden, werden es hoffentlich schaffen, dass dieses Semester in guter Erinnerung bleibt und wir alle zusammen in einer Gemeinschaft lernen, wie es ist, noch digitaler zu werden, als wir eh schon sind. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und wünsche Ihnen ein wunderschönes Sommersemester, was nicht ganz so viele Überraschungen für Sie birgt. Liebe Studierende, mein Name ist Felix Schawasian und ich bin seit Anfang März euer AStA-Vorsitzender und damit Teil eurer gewählten Interessenvertretung. Viele von euch konnten sich sicher schon denken, dass dieses Semester nicht so wird wie alle anderen, und die von euch, deren erstes Semester das hier wird, hatten sich ihren Studienanfang sicher ganz anders vorgestellt. Um euch eure Erfahrungen zumindest ein bisschen zu erhalten und ein wenig Studienalltag zu ermöglichen, arbeiten gerade sehr viele Menschen auf Hochtouren, in den Fachschaften, bei den Lehrenden oder der Verwaltung und auch bei uns im AStA. Trotzdem wird das alles eine große Herausforderung. Probleme lassen sich nicht vermeiden, aber lösen, wenn man miteinander redet. Für alle Fragen und Probleme stehen auch wir euch gerne zur Verfügung. Schreibt uns einfach eine Mail, gerne auch, wenn ihr selber Projektideen habt, die allen diese Zeit erleichtern oder sogar bereichern sollen. Für Erstsemester haben wir in diesem Jahr sogar einen digitalen Ersti-Beutel mit vielen Infos, den ihr bei uns auf der Website findet. Egal, ob ihr jetzt von der Heimat aus studiert, ob ihr in Göttingen bleibt oder gerade noch nicht wisst, wie es weitergeht, gebt aufeinander Acht. Soziale Isolation ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Schon unter normalen Umständen kann man sich alleine schnell überfordert fühlen. Wenn ihr lange nichts von euren Mitstudierenden gehört habt, schreibt ihnen nochmal eine Nachricht oder unternehmt etwas virtuell. Im Zweifelsfall hat fast jeder Jahrgang eines Faches eine Gruppe auf Facebook oder ähnliches. Fast alles, was wir gerade schon von zu Hause machen, kann man online auch gemeinsam unternehmen. Ich wünsche euch einen schönen Semesterstart.